Heute geht's nach Freiberg am Neckar. So, wir sind jetzt hier angekommen und ich stehe gerade auf dem Parkplatz. Ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass ich hier reinkomme. Aber es ist geschafft, trotz meiner wirklich nicht sehr guten Fahrpraxis oder nicht sehr großen Fahrpraxis. Dementsprechend bin ich echt ganz glücklich, dass es geklappt hat. Und ich habe den Görki schon gesehen, weil ich filme ihn heute, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Der hat heute seinen Wettkampf, sein Debüt in der Men's Physik in Süddeutschland, in der Süddeutschen Meisterschaft genauer gesagt. Und ich darf ihn dabei filmen. Ich hoffe wirklich, weil ich war ein bisschen aufdringlich, ich habe ihn echt mehrmals angeschrieben und so und ich hoffe, ich nerv ihn nicht damit. Aber im Endeffekt, wenn er gute Aufnahmen hat, ist es ja auch gut für ihn und dementsprechend denke ich, hat er dann Mehrwert. Und ich werde jetzt reingehen, ihn suchen und dann klären wir das ab, wie es aussieht, ob ich mit rein darf, ob ich nicht mit rein darf, wann ich ihn filmen soll, wie genau, sehen wir dann alles. Bis später. So, wir sind jetzt hier in der Halle angekommen und ich habe den Görki, den Johannes und den Benni schon gesehen, die sind jetzt gerade beim Farbeauftragen. Das filme ich jetzt mal lieber nicht, aber ich kann nur so viel sagen, die beiden sehen schon echt, echt krass aus. Also die geht super durchgezogen, man kann überhaupt nichts sagen. Und ja, jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Bin mal gespannt, wie das Endergebnis aussieht. Also man muss wirklich sagen, hier ist eine hochsensible Stimmung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind ausschließlich wirklich Athleten, die im Höhepunkt ihrer Diät stehen, die wirklich alles andere im Kopf haben, außer jetzt vielleicht sich mit irgendjemandem unterhalten zu wollen. Dementsprechend, ja, bin ich echt glücklich, wenn vielleicht der gute Christoph nachher noch was in die Kamera redet oder ich irgendwie irgendwen vor die Kamera bekomme. Da hinten, kannst du euch gerade mal zeigen, ist der Johannes mit dem Benni und die beiden, ja, schauen gerade, dass sie sich eintragen und er wird bestimmt noch ein paar letzte Worte an Benni richten, bevor es dann in den Ruheraum geht, beziehungsweise in den Raum, in dem sich alle Athleten vor dem Wettkampf treffen, sich nochmal hinlegen, nochmal laden, kurzkettigen Kohlenhydrat und dann auf die Bühne gehen. Guck mal, wer da ist, der gute Görki. Wirklich, also krasse Form, muss man wirklich sagen. Ja, wenn man geladen ist, dann sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Aber ich muss sagen, wirklich, ich persönlich hätte es niemals erwartet. Ich meine, er hat da auch wirklich nie so Wert auf Bodybuilding gelegt, hat er auch immer wieder betont. Und dafür richtig krasse Form. Nochmal. Hoffentlich kriegen wir ein paar gute Aufnahmen nachher. Ich setze mich vorne ins Publikum. Darf ihn filmen, auch super coole Aktion, dass er mich da das machen lässt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich will ihn auch nicht so lange stören, ist alles echt stressig, wie gesagt. Bis später. Echt cool, dass der Görki nochmal vor die Kamera gekommen ist. Wie gesagt, du kannst es dir eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen, wie viel Stress und Belastung du an diesem Tag, in diesem Moment, ja, bevor du auf die Bühne gehst, hast. Deswegen, nochmal vielen Dank an dich. Du bist wirklich so ein cooler Typ. Ich kann nur sagen, der sympathischste, realste und freundlichste YouTuber, den ich bis jetzt kennengelernt habe. Also ich fangirle ein bisschen, aber es ist leider wirklich so. Gut, ich habe mir jetzt hier ein kleines Lager aufgeschlagen und warte jetzt, bis der Wettkampf beginnt. Und zwar bin ich hier gerade ein bisschen am Videoschneiden. Hier habe ich ein bisschen Proviant. Getrocknete Tomaten, Leute. Also wenn ihr die noch nicht ausprobiert habt, solltet ihr unbedingt tun. Reiswaffeln mit Joghurtüberzug. Und eine Packung Kaugummis. Mittlerweile bin ich in der Halle angekommen und die ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Ich denke mal 300 Plätze werden es sein. Viele Leute sind auch noch nicht da, also ich habe echt einen guten Platz gekriegt in der zweiten Reihe. Kannst du euch mal zeigen. Erster und hier ist direkt die Bühne. Also eine echt gute Sicht und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn Benjamin Burkhardt oder der gute Christoph rauskommen. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Okay, it's rap pack to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Fall back cause I'm coming through with my whole team. They coming too, that's real. Too real, motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. Number one, bitch, I bet it will. Do the numbers, I said it will. I played the game and I'm still the same. And I never change just to get a deal, but I'm ballin'. So, momentan ist gerade Pause. Jetzt ist, glaube ich, soweit der Bodybuilding-Teil durch. Benjamin war echt in übelst krasser Form, sowohl von der Masse auch als von der Definition. Also da konnten wirklich nicht viele mithalten. Mal sehen, was er so rausholt. Ich denke mal im Schwergewicht, beziehungsweise in der Klasse über 1,83 oder über 1,80.
wird er auf jeden Fall einen Podestplatz holen, wenn nicht sogar den Sieg. In der Newcomer Bodybuilding-Klasse könnte es eng werden. Also da waren doch noch ein paar bessere dabei. Jedenfalls, soweit ich das beurteilen kann. Aber ja, wir werden sehen. Gleich kommt dann auch Christoph raus. Ich habe gerade mit ihm gesprochen, werde ihn dann filmen, ein paar Bilder machen. Und ich bin echt gespannt, wie er sich schlagen wird, wie die Konkurrenz aussieht und natürlich, was er dann am Ende rausholen kann. Lay me down in dark, cover me in stars. Will you make my bed? Let me lay my head. I have never seen beauty from beneath. Can you see the light? Benny war schon bei der Siegerehrung und hat den ersten Preis geholt. Nachher kommt er dann auch ins Gesamtsiegerschlechten, also echt krass. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Und da ist er schon. Vierter Platz der Redner, die Startnummer 51, 13 Christian Walter. Rang 2, Vizebund, die Startnummer 14 Edgar Bohr. Und zum Siegerklasse 112 Benjamin Burkhardt. Wir wählen Marek Leindecker, 46. Rang 4. Christoph Gierke, Startnummer 50. Ja. Wie ihr gesehen habt, der gute Görki hat den vierten Platz belegt. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte ihm den dritten Platz mindestens gegönnt. Sollte nicht sein, die Konkurrenz war aber auch sehr stark, also er muss sich nicht schämen, er muss nicht traurig sein, meiner Meinung nach. Er hat sich echt gut geschlagen, vor allem für seinen ersten Wettkampf, also klasse Leistung. Ja, hier ist er. Aber sollte nicht sein heute. Like me, it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. Die ganze Sache ist jetzt rum. Ich mache mich jetzt wieder auf dem Heimweg. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Und da haben gerade zwei einfach gehupt und wollten meinen Vlog stören. Naja. Genau, also ich fahre jetzt nach Hause. Es war auf jeden Fall cool, hier zu sein. Es war eine tolle Erfahrung, wirklich auch sowas mal aus nächster Nähe zu betrachten, zu erfahren. Und natürlich auch mit diesen Leuten, ja, also mit Görki, mit Benjamin, mit Johannes. Natürlich haben die ihr Ding gemacht, klar, gar keine Sache, als ob ich jetzt da ein VIP war und mit dem die ganze Zeit rumhing. Aber ja, das ist einfach toll, da so wirklich nah dran zu sein, ein paar coole Bilder und Aufnahmen zu machen. Und Görki meinte, ich soll ihm mal schreiben, vielleicht machen wir mal ein Video zusammen, wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ja, dann würde ich auch an dieser Stelle den Vlog beenden. Hier ist mein Auto, ich habe noch ungefähr 1,5 Stunden Fahrt vor mir. Und mit diesen Worten entlasse ich euch, bis zum nächsten Mal.